Liebe Leute, seid mir ganz recht herzlich gegrüßt zu einer neuen Folge von Let's Play Casino Incorporation. Ja, wir waren ja hier letztes Mal stehen geblieben, hatten hier ein paar Sachen eingerichtet, unter anderem auch unsere Disco, die jetzt gerade wieder besucht wird von einem, der nicht so gut drauf ist, aber hier laufen die Nutten ohne Ende rum, Wachpersonal etc. Ich muss gelegentlich immer mal gucken, ob hier bei den 5 Sternen irgendwas dabei ist, nur der verkackte Türsteher, den brauchen wir aktuell noch nicht. Der Türsteher, den kann man hinterher dann die Einlasspolitik konfigurieren, wer reinkommt, wer nicht reinkommt. Nun ja, wir gucken uns das Ganze mal an. Wir hatten auch Werbung in der letzten Folge geschaltet und ich hoffe, dass die jetzt mal so langsam kommt, denn wir brauchen hier ein bisschen Kohle, denn mit 38 Pfeifen aktuell hier auf der Uhr ist nicht groß Kirschenessen. Hier ein lecker Aquasta Quinn, das ist glaube ich eine Kellnerin, wenn ich das richtig sehe. Ja, ist eine Dame, eine nette Lady. So. Okidoki. Hier der kleine Knabe sitzt da. Hier kümmere dich dann mal ein bisschen um den. Denn wie gesagt, wenn die das machen, dann ist es so, dass die Teenies dann gut sind. Es gibt immer verschiedene Meldungen, die kommen. Können wir ganz kurz hier gucken, was haben wir hier? 9 Besucher sind gekommen. Das ist natürlich, sagen wir mal, sehr schleppend. Hier, was haben wir hier? Neue Werbung. Lieblingsort. Hier seht ihr dann immer solche Anzeigen, die kommen. Lieblingsort für Speisen, Buns, Burger, Angestelltengewerkschaft, Dan Steiner zum besten Arbeitsplatz. Das sind dann halt immer so Kategorien und Casino. Beliebteste Ort für Urlauber. Das heißt, für Urlaub müssen wir auch klar machen. Hier wird dann was auf den Markt gesetzt, was man kaufen kann. Wir aktuell nicht. Denn es ist so, mit 45 jetzt aktuell ist nicht viel zu hopsen. So, hier ist eine nette Lady und die wird auch gleich von unserem guten Galassi da mehr oder weniger bespaßt. Hier, bespaßt ihr mal, juppt die da. Guck mal, da ist er schon auf Gelb gestiegen. Freut sich dann, das ist auf jeden Fall ein Delegierter. Da gibt es auch viele Delegationen und die kommen dann auch. Und es gibt dann irgendwann auch so Elvis Grand Prix, es gibt alles Mögliche, es gibt Trekkie Conventions, also ganz viele Conventions. Und dann kann man halt die Leute hier entsprechend bespaßen. So, ist auf dem Immobilienmarkt gekommen, okay, interessiert uns erstmal nicht. Okay, so langsam könnten aber hier ein paar Leute kommen. Was haben wir hier an 5 Sterne Stars? Aktuell gar keiner. Wir brauchen aber einen Rausschmeißer, das ist echt wichtig. Ein Dreier, ja komm, erstmal, nehmen wir erstmal einen Dreier. Das ist auch der Haken, wenn hier zum Beispiel Empfangstypen stehen, dann werden die, kann man 2 hinstellen und die Rausschmeißer werden dann automatisch an die gebunden. Das heißt, die können dann erstmal nicht so wirklich interagieren. Muss man dann loseisen, aber das kommt, denke ich mal, alles viel, viel später. Mit 52 Pfeifen auf der Uhr ist nicht viel zu reißen, denke ich mal. So, jetzt könnten die Leute hier aber langsam mal kommen. Hallo, wir haben so ein schönes Casino. So, ich glaube, da kommt eine Speicheraktion. Ja, okay. So, 2 Besucher sind heute gekommen. Ja, das ist ja super. It's the end of the day. Wages have been paid. Wir haben ein Minus von 3.500 knapp gemacht und alleine 1.500 an Angestellten. Nun gut, das ist nicht so ganz positiv. Ihr seht es ja auch, wir sind hier im schweren Minus. Das heißt, wir können jetzt aktuell gar nichts kaufen. Können wir nochmal ganz kurz im Keller gucken. Und da haben wir auf jeden Fall noch einen Geber. Den würde ich sehr gerne einsetzen, aber ich kann mir aktuell keinen Spieltisch kaufen. Das ist nicht gut. Okay, das ist die Disse. So. Na gut, okay. Jetzt haben wir es hier 1 Uhr morgens. Da kommt eine Zockerin, Urlauberin. Da hatten wir gehört, da war irgendwie Astro oder irgendwer der beliebteste Platz für die Urlauber. Die kommt erstmal zum Zocken, das ist nett. Ja, so langsam, da kommt wieder einer, ein Delegierter. Werbung, ich kann ja mal was. Im Royal Movie Center wird wegen häufiger Schlägereien Razzia durchgeführt. Das ist halt so, wenn man halt irgendwann dann halt Schläger und Randalebrüder hat, kann man die entsprechend zu den verschiedenen Orten schicken, um da für Randale zu sorgen. Das heißt, man kann da Schlägereien anzetteln, man kann da Geräte beschädigen und so weiter. Und das wirkt sich dann entsprechend negativ auf die einzelnen Etablissements aus. Und irgendwann gibt es dann, wenn es zu häufig auftritt, Schlägereien oder sowas in der Art, gibt es dann Razzien. Nur, Problem an der Sache ist, man kann das machen, ist auch sehr lustig, wir machen das auch, wenn das Spiel das zulässt, auf jeden Fall. Nur, die rächen sich. Das heißt, dann wird es bei uns auch ziemlich abgehen und das sollte man machen, wenn man schon sehr viele, wie soll ich sagen, Rausschmeißer etc. hat. Die Bullen, beziehungsweise die Wachen sind übrigens bewaffnet, deswegen stelle ich die auch ganz gerne ein. So, neue Werbung, okay, wir haben aktuell kein Geld für Werbung.
Die Bullen, beziehungsweise die Wachen sind bewaffnet. Das heißt, wenn da irgendwann ein Killer ansteht oder hier wild um sich schießt, sind die diejenigen, die dann auch sich entsprechend bewähren können und den Killer versuchen dann um die Ecke zu bringen. Das heißt, ihr seht, hier ist sehr, sehr viel möglich. Ja, bei uns aktuell mit 1300 Pfeifen minus nicht so sonderlich viel möglich. Das bedeutet, wir warten. Man könnte jetzt auch vorspulen, aber ich gucke mich hier mal ganz gerne um, guck, was kann man noch so machen. Wer zockt? Ich kümmere mich auch immer sehr, sehr ausführlich um meine Gäste. Ist der Roschmeister, nett wie dir geht. So, kürzliche Besucher auf das Astro Casino, der beliebteste Ort für Technologie-Glücksretter in der Stadt ist. Okay, das heißt, die müssen da irgendwie alle klar machen, die Leute, weil irgendwann wollen wir da als Bester stehen. Nun ja, aktuell haben wir 280 Pfeifen eingenommen. Verstehe ich nicht ganz, aber okay. Na, wir können aktuell wirklich nichts kaufen. Ne? Und nun ja. Hier sehe ich gerade, da steht eine Pflanze nicht ganz richtig. Das kann ich nicht zulassen. So, jetzt passt es wieder. Muss ja auch alles ein bisschen schön sein hier, ne? So. Ja, das Volk strömt hier irgendwie nicht wirklich. Das ist sehr schade. Aber es dauert. Wir können ja mal rausgehen. Macht man, glaube ich, hier drüber. Und das waren die Angestellten. Ihr seht, noch sind die alle hier im grünen Bereich. Okay. So, gucken wir uns hier mal draußen ganz kurz um. Das ist immer so ein Punkt, wo er gerne mal abstürzt. Hier ist, wie gesagt, unser Casino. Zwei Bars. Hier ist die Slammer Bar. Wir können da mal ganz kurz reingehen. Kann ich euch mal zeigen, wie das aussieht, während da aktuell bei uns nicht sonderlich viel passiert. Diese Bar gilt es zu ruinieren. Und ich mache das dann gelegentlich ganz gerne. Wenn man hier ein paar gute Radaubrüder hat, kann man die an die Bar stellen und kann Drinks punchen lassen. Das heißt, dann rennen hier hinterher Tausende von Schickermännern rum und kotzen und versauen alles. Und irgendwann kommt dann eine Razzia und dann wird der Laden dicht gemacht. Das dauert allerdings. Na, okay. So, das ist aktuell unser erster Konkurrent, Billy Slammer Bar. Und nun gut, wir gehen mal zurück. Wir können ja mal hier, was ist das? Das ist das Club Casino. Können wir uns auch mal ganz kurz angucken. Bin ich mal ein bisschen schissig, weil das stürzt ganz gerne mal ab. So, Western Immobilien interessiert uns nicht. So sieht also ein richtig großes Casino aus, meine Freunde. Ja, hat dann auch mehrere Stationen. Hier sind Roulette-Tische, hier ist eine große Bar. Werden wir, hier sind Kellner und Tische, werden wir uns auch alles einrichten. Hier Sportwette groß, eine Minute mit klein nehmen können wir dann innen, eine Tolle steht. So, hier war irgendwo ein schicker Mann da. Der Opa hat ein bisschen was über den Durst getrunken. Die randalieren auch ganz gerne mal. Hier hat es so eine kleine Spielhalle mit mittleren und kleinen Geräten. Hier auch eine Tischspielhalle, sprich, also hier ist Baccarat, Blackjack, glaube ich. Dann hier Poker, ne? Das werden wir alles einrichten, wenn wir dann Geld haben. Aktuell sieht es nicht ganz so gut aus. So, hier sind dann die Nobelspielkästen. Große war das schon gezeigt. Wir können mal ganz kurz hier in die zweite. Okay, zweite Etage ist bei dem Hotel. So sehen irgendwann 5-Sterne-Hotels aus. Werden wir uns auch noch einrichten, so es dann klappt. Das ist ein Eisstand, das ist ein Bonbonstand, das ist ein Soda-Stand. Da sind die Bewohner dieser Stadt auch ganz heiß drauf. Hier gibt es beispielsweise ein Theater, eine Bühne. Werden wir uns auch einrichten, auf jeden Fall. Ja, das war das Club-Casino. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, wenn er das will, wie es im Astro aussieht. So, die sind dann immer alle ähnlich aufgebaut, die Konkurrenzunternehmen. Im zweiten, das ist so, sehen hinter die Bühnen aus. Das sind große Bühnen, glaube ich. Da sind dann Sänger unterwegs, da sind Tänzer unterwegs und was haben wir hier noch? Das sind Kinos. Okay, die Immobilien lassen wir erstmal raus, die brauchen wir nicht mehr. Hier sind auch wieder verschiedene Fressstände, Fressbuden, hier auch eine schöne Bühne. Hier seht ihr alles vollgekotzt und so, neue Werbung ist zum Kauf. Wir haben nicht mal Geld für irgendwas. Hier ist eine Hochzeitskapelle, da muss man dann eine Betreuerin reinschicken. Wenn die Hochzeitskapelle besetzt ist, kann man dann da heiraten. Das gibt 10.000 Pfeifen, das ist also eine sehr lukrative Geschichte. Sind allerdings auch nicht billig, können wir uns aktuell sowieso nicht leisten. Hier gibt es eine schöne Bowlingbahn, ne? Werden wir uns auch noch zulegen. Aktuell sieht es nicht ganz so gut aus, aber ein bisschen haben wir schon. Hier sind ein paar Pooltische, auch eine Flipper-Galerie. Hier ist lecker sitzen, hier ist auch wieder eine. So, jetzt können wir jetzt Polizei besorgen, Prostituierten im Club-Casino. Im Astro-Casino. Genau, man kann auch den entsprechenden Konkurrenten Lumpen ins Haus schicken und dann werden dann Razzien durchgeführt und das ist für die nicht ganz so gut. Okay, das war jetzt das Club-Casino. Dann gucken wir uns jetzt mal das Krypt-Casino an, wie das so aussieht. Wie gesagt, die sind alle relativ ähnlich eingerichtet. Ich richte meine Casinos immer komplett anders ein. Die sind Glücksräder.
ganz kurz, was haben sie hier oben noch? Da haben sie auch einen großen Trinkbereich, auch eine Bowlingbahn, Kaffeestand, Pool. Okay, ja, die sind wie gesagt immer alle sehr ähnlich eingerichtet. Hier oben haben sie ein Hotel, das dürfte, glaube ich, in zwei Sternen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Gut, was haben wir hier noch? Gucken wir mal da. Wir gehen mal zurück in unser Casino und habt da auf jeden Fall so ein bisschen was gesehen, was hier so prinzipiell möglich ist, wie das später mal aussehen kann. Allerdings, ja. Leute, ihr müsst kommen, wir haben so schöne Werbung geschaltet und jetzt aktuell können wir gar nichts machen. Ist so eine kleine Durststrecke, müssen wir durch. So, jetzt will ich aber mal ganz kurz gucken. Die Silber brauchen wir aktuell zwar schon, braucht man immer, aber wir haben kein Geld. So, zack, haben wir den 1? Das ist scheiße, das ist alles nicht ganz so toll. Weil der kann uns jetzt bescheißen ohne Ende, wir haben nichts, aber egal, wir haben ja schon 150 Gewinn gemacht. Man sieht das auch immer. Wenn man eine Zeit lang gespielt hat, kriegt man da einen Blick für, wer bescheißt oder nicht. Der Typ scheint ganz normal zu spielen. Wir gewinnen auch. Ihr seht das. Es ist von 150 auf 250 gestiegen. Okay, der Delegierte scheint ein bisschen ein Absteppen zu wollen. Hier ein bisschen abzappeln hier mit den Delegierten. Oh, 60 Gewinn. Das summiert sich, liebe Leute. So, was haben wir hier? Oh, der hat gewonnen, der Typ. Scheiße, das ist nicht gut. Aber der Bescheißen, die Bescheißer, die randalieren dann meistens, sagen, ey, I'm a winner oder irgendwie so ein Scheiß. Und jetzt haben wir schon wieder was gewonnen, das heißt, er hat schon wieder ein bisschen was verloren. Okay, unser Minus schmälert sich so langsam, aber es ist schon 9 Uhr. Das heißt, gleich kommt eine Zwischenspeicheraktion und wir haben auch schon Tageseinnahmen von 2270. Das ist schon gar nicht ganz schlecht, meine Leute. Ich hoffe, es schmälert sich. So langsam werden wir bekannter. Das heißt, die Leute kommen dann und der geht. Okay, der bricht nach Billy auf, spricht gegenüber. Ja, soll er machen. Der gewinnt hier gerade oder wie läuft das? So, da kann man jetzt hier einen Betreuer schicken, wenn man ihn mit rechts anklickt, damit der gut betuddelt wird und dann auch das nächste Mal gerne wiederkommt. Das wirkt sich dann auch entsprechend immer auf die Wertung, auf die Preise aus. Wenn zum Beispiel gesagt wird, ja, beim Lucky 7 ist es besonders lustig, harmonisch. Der ist schon von vornherein gut drauf. Auch wenn er verloren hat, wo geht er jetzt hin? Okay, der geht auch rüber. Okay. So, jetzt kommt gleich, denke ich mal, die Speicheraktion. Um 12 wird immer zwischengespeichert. Okidoki. So, die Dame setzt sich erstmal hin, freut sich an den Blumen, das ist auch immer schön. Da kommt die Speicheraktion. Liebe Leute, das muss einfach sein, denn wie gesagt, das Spiel ist alt und gut. Wir haben Tageseinnahmen von 2780, Gewinn 300 haben wir auf jeden Fall Gewinn gemacht. It's the end of the day. Wages have been paid. Wages have been paid. Das ist schon mal gut. Und das freut mich, das heißt, wir sind jetzt natürlich wieder aktuell in den Miesen, weil die ganzen Gehälter werden auch sofort abgezogen am ersten Tag, die werden tageweise bezahlt, die Leute. Und nun ja. So, die geht nach Hot XX Movies, guckt sich wahrscheinlich ein paar nette Sportfilme an oder so, ich weiß nicht, keine Ahnung. Und der kleine Teenie macht, der holt sich wahrscheinlich erstmal einen Drink, wir haben ja ein bisschen zu viele Prostituierten hier, schmeißt die mal raus. Irene Hawkins kann erstmal bleiben. So, hier ist unsere Disco. Aktuell können wir nicht viel machen, weil, wie gesagt, weil wir ein bisschen Asche brauchen. Sobald wir ein bisschen Geld wieder haben, investieren wir natürlich in den Pokertisch. Pokern tun die Leute ja eigentlich ganz gerne. Ganz kurz mal gucken, ob wir schon wieder einen Geber. Ich würde ja gerne die Geber nehmen, aber. Weil hinterher, wenn wir die brauchen, sind die nicht mehr da. Das ist immer das Problem. Dreier Gommes. Das Problem ist halt, je besser die sind, umso gewitzter sind die auch beim Erkennen von Betrügern. Wir nehmen den trotzdem mal. Und wenn die dann zum Beispiel einen Bescheißer ausfindig machen, werden wir den entsprechend disziplinieren, wenn er sich geirrt hat. Gebe ich ihm 2-3 Chancen. Wenn er sich dauerhaft irrt oder sehr oft irrt, schmeiße ich die dann wirklich raus, weil das kannst du dann komplett vergessen. Dann sind die anderen Leute zwar scheiße, aber wenn dann dauernd irgendwie fälschlicherweise Leute verdächtigt und dann auch entsprechend verprügelt werden, dann ist das nicht so gut. Das gibt nämlich negative Publicity. So, aber der Typ irgendwie, komm, den kann man mal einen Betreuer schicken, das ist der Wohnwagen-Assis. Die kann man hinterher zum Beispiel auch ausfiltern, wenn man Eingangspolitik betreibt. Das ist halt ein Wohnwagen-Assi, ne? Ihr seht, der ist stilecht gekleidet mit einem okay for you? Nette Bierwanne hier, ne? Also die sind schon echt toll gemacht. Ein paar Schlappen an, ein paar Socken, nette Shorts und ja, ganz herzallerliebst, finde ich. Also die sind echt gut getroffen.
So, der freut sich auf jeden Fall. Da seht ihr schon, der ist hellgrün geworden. Da kommt schon wieder eine Nutte. Ja, es kommt auch dann der Zeitpunkt, wo die Konkurrenten uns Nutten schicken. Und dann müssen wir mal gucken, was passiert. So, so, wir sind immer noch im Minus. Um Kundenzufriedenheit in die Wege. Billy Slammer Bars für den besten Ort von Getränken. Okay. Das werden wir ändern, liebe Leute. Zwar nicht in dieser Folge, aber ich denke mal, hier ist noch einiges zu machen. Es ist auf jeden Fall noch einiges zu entdecken und ich hoffe, es macht euch ein bisschen Spaß. Wie gesagt, ich liebe das Spiel. Ich wiederhole mich dann gerne immer wieder am Ende der Folge. Und ja, sage Dankeschön fürs Zuschauen. Verbleibe wie gehabt. In diesem Sinne, ab in die Rinne. Freunde, haltet euch wacker. Ciao, ciao, euer Spiegel.